Dectris entwickelt und produziert Hightech-Röntgendetektoren und wir verkaufen diese weltweit. Ein Detektor, ein Röntgendetektor in unserem Fall, sieht so aus wie dieser auf diesem Bild, den ein Mitarbeiter von uns in einem Kalibrationssetup installiert. Die Detektoren können allerdings auch anders aussehen. Wir haben verschiedene Produktefamilien. Unser Hochleistungsprodukt ist die Eiger-Produktefamilie, die liefert die höchste Performance. Das sind Detektoren, die für den niederenergetischen Bereich eingesetzt werden. Wir haben auch eine Produktefamilie für hochenergetische Anwendungen, die Pilatus Carbon-Telluride-Serie. Carbon-Telluride ist ein Material, das hochenergetische Röntgenstrahlen absorbieren kann. Wir haben auch Mythendetektoren, das sind Streifendetektoren. Zum Teil reicht, die liefern eine 1D-Information, während die anderen Detektoren zweidimensionale Bilder liefern. Zum Teil reichen eindimensionale Informationen aus, um Experimente zu machen. Unser neuestes Produkt ist der Eiger 2-Detektor. Wir sind momentan daran, daraus auch eine neue Produktfamilie zu entwickeln. Die Eiger-2-Detektoren vereinen dann die guten Eigenschaften von den Eiger-Detektoren mit den Pilatus-Detektoren. Wozu werden solche Detektoren gebraucht? Unser Hauptmarkt ist der Synchrotronmarkt. Synchrotrons sind Großforschungsanlagen. In Synchrotrons werden Elektronen auf Kreisbahnen gehalten. Wenn Elektronen auf Kreisbahnen gehalten werden, senden sie Röntgenstrahlen aus. Diese Röntgenstrahlen werden auf tangentialen Abgängen, sogenannte Beamlines, geführt. Da werden Experimente gemacht, werden Materialanalysen gemacht. Und an jedem dieser Beamlines, gibt typischerweise 20 bis 30 Beamlines pro Synchrotron, braucht es einen Detektor. Und die meisten Synchrotrons auf der Welt, da stehen Detektoren von Dectris. Der zweite Markt ist ein Röntgenlabormarkt. Röntgenlabore sind wie Synchrotrone im Kleinformat. Dies ist für uns ein OEM-Markt. Wir liefern eine Komponente, den Detektor. Den sehen Sie ganz klein. Der Rest des Gerätes wird von unseren Kunden bereitgestellt. Röntgenlabore findet man in den meisten Chemielaboren weltweit. Gut, aber was macht man an Synchrotrons und was macht man in Röntgenlaboren? Wozu braucht man diese? Diese braucht man, um Informationen über molekulare Strukturen zu kriegen. Die Information über molekulare Strukturen liefert Rückschlüsse über die Funktion der Moleküle, über Fehlfunktionen von Zellen und wird hauptsächlich, oder der Hauptmarkt ist die Arzneimittelentwicklung. Was unsere Detektoren liefern, ist ein Bild, wie man hier sieht, ein Streubild von einem kristallinen Sample. Die schwarzen Punkte entsprechen Bragg-Reflexen. Dies ist eine Projektion von diesem kristallinen Sample. Wenn man mehrere Projektionen hat, kann ein Kristallograph mit den geeigneten Tools auf die 3D-Struktur zurückschließen. Wie gesagt, der Hauptabsatzmarkt ist die Pharmaforschung. In der Pharmaforschung ist es sehr wichtig, dass man diese Strukturen kennt, von den Arzneimitteln, aber auch von den Molekülen, an die das Arzneimittel andocken soll. Dies, um bessere und wirkungsvollere Medikamente zu entwickeln. Dies führt dann auch dazu, dass wir ein berühmtes Beispiel dafür ist die Entwicklung eines Impfstoffes für den Zika-Virus. Die Struktur der Oberflächenproteine des Zika-Virus wurde mit unseren Detektoren bestimmt.
Und das führte dann auch dazu, dass man einen Impfstoff gegen das Zika-Virus entwickeln kann. Dies ist natürlich ein schönes Beispiel für was unsere Detektoren liefern können. An diesem Beispiel sieht man den Erfolg allerdings fast noch besser. Hier ist dargestellt, wie viele den Anteil der Detektoren oder der Anteil der Proteinstrukturen, die mit Hilfe von Dectris-Detektoren bestimmt wurden. Und man sieht, dass letztes Jahr fast die Hälfte aller Proteinstrukturen mit Dectris-Detektoren bestimmt wurden. Und dies ist sicher ein herausragender Erfolg und es zeigt unsere Dominanz bei diesen Anwendungen. Dectris möchte auch sich weiterentwickeln, weitere Märkte vorstoßen. Der Elektronenmikroskopiemarkt ist ein sehr interessanter Markt. Dies ist ein Wachstumsmarkt. Mit Elektronenmikroskopen kann man heutzutage ähnliche Experimente machen wie an Synchrotrons. Dies geht in den Bereich Life Science. Mit Elektronenmikroskopen kann man allerdings auch andere Untersuchungen machen. Man kann Elektronik auf Fehlstellen untersuchen. Man kann natürliche Ressourcen untersuchen, zum Beispiel nach Edelmetallen in Gesteinsbrocken scannen oder Materialanalyse, man kann Rotorblätter nach Fehlstellen untersuchen und so weiter. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Detektoren auch für Elektronenmikroskope einen Mehrwert bringen und wir sind eigentlich auch davon überzeugt, dass wir die Erfolgsgeschichte vom Synchrotronmarkt im Elektronenmarkt, Mikroskopiemarkt wiederholen können. Ein weiterer Markt, in dem unsere Detektoren einen Mehrwert bringen können, ist der Medizinmarkt. Die neueste Generation unserer Detektoren kann die Energie der Röntgenstrahlen messen. Die Energie der Röntgenstrahlen hat damit zu tun, welches Material sie durchdrungen haben. Das heißt, man kriegt eine Information über das Material, durch das die Röntgenstrahlen gegangen sind. Ein gutes Beispiel dafür ist dieses Experiment oder dieses Bild von einem Schweineherzen hier. Hier sind die Blutgefäße mit Jod angereichert. Jod ist ein Kontrastmittel. Da wir Informationen über die Materialeigenschaften haben, können wir ein Bild rechnen, in dem nur der Jodanteil zu sehen ist. Das heißt, man sieht nur die Gefäße. Das ist das Bild auf der rechten Seite. Ein solches Bild kann man auch heute schon herstellen mit gewissen Detektoren, allerdings nur, wenn man zwei Aufnahmen nacheinander macht. Wir können das in einer Aufnahme machen, weil wir haben alle Informationen mit einer Belichtung. Dies hat natürlich den Vorteil, dass es eine Dosisreduktion für den Patienten zur Folge hat und wenn sich das Objekt bewegt, was zum Beispiel ein Herz tut, dann hat man nicht das Problem, dass mit zwei aufeinanderfolgenden Bildern, dass man ein Rauschen im Bild sieht. Gut, wie ist Dectris aufgestellt? Wir sind eine Hightech-Firma in Baden. Wir haben mittlerweile über 100 Mitarbeiter. Etwa 40% davon arbeiten in Forschung und Entwicklung. Wir reinvestieren auch einen großen Anteil, etwa ein Fünftel unseres Umsatzes, wieder in die Entwicklung. Wir haben eine Tochtergesellschaft in Amerika und wir arbeiten im asiatischen Raum mit Distributoren. Gut, ich denke, ich konnte Ihnen zeigen, dass wir eine Marktdominanz in Life Science-Anwendungen haben. Dies durch die Technologieführerschaft in diesen Märkten und dies erreichen wir durch hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung. Was ich Ihnen bis jetzt nicht gezeigt habe, ist, dass wir auch eine moderne Produktion haben. Und wir haben die Produktion in-house hier in Baden. Und wir streben ein kontinuierliches Wachstum an, das durch die Expansion in neue Märkte. Gut, was hat es jetzt für Dectris und für speziell die Entwicklungsabteilung von Dectris, was bedeutet das für uns?
Es bedeutet, wir sind in einem Markt, der nicht beliebig groß ist. Synchrotrons gibt es nicht beliebig viele auf der Welt. Wir haben praktisch alle schon beliefert. Um neue Detektoren zu verkaufen, müssen wir stets wieder neue, bessere Produkte entwickeln. Und um in neue Märkte vorzudringen, müssen wir unsere Technologie anpassen, sodass sie in den neuen Märkten funktioniert und auch einen Mehrwert bringt. Dies bedeutet, dass unsere Entwicklungen nicht immer gut planbar sind und sie beinhalten ein hohes Maß an Komplexität. Eine Antwort auf Komplexität ist Agilität. Ich will Ihnen das anhand des agilen Manifests erklären, was das für uns bedeutet. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das agile Manifest schon mal gesehen hat. Das kommt aus der Softwareentwicklung. Was es aussagt, ist, es sind hier jeweils vier Wertepaare gegenübergestellt. Die Aussage ist, die Werte auf der rechten Seite, die sind wichtig. Allerdings die Autoren gewichten die Werte auf der linken Seite höher. Gut, was bedeutet das für uns? Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse. Wir waren vor 10 Jahren ein Startup. Vor nicht allzu vielen Jahren waren wir noch 20, 30 Leute. Mit 20, 30 Leuten hatten wir gar keine Prozesse. Das heißt, super, wir haben das erfüllt. Das Problem war mehr, mit mehr und mehr Leuten braucht man Prozesse. Das war auch für uns so. Wir mussten Prozesse einführen. Und was wir eigentlich darauf geachtet haben, war, dass wir die Prozesse möglichst gleichgewichtig einführen, sodass nicht die Interaktion zwischen den Mitarbeitern eingeschränkt wird, die ist sehr wichtig, aber dass sie in gewissen Leitplanken gehalten werden. Und wir entwickeln diese Prozesse auch stetig weiter. Wir überlegen uns stetig, wie wir die Prozesse besser auf unsere Bedürfnisse anpassen können, so dass eben die Interaktionen zwischen den Mitarbeitern im Zentrum stehen und aber dass unnötige Interaktionen und Doppelspurigkeiten nicht nötig sind. Der zweite Punkt ist sehr wichtig. Das ist für uns bedeutet es nicht nur Working Software, sondern auch Working Products. Die sind wichtiger als Dokumentation. Das ist gemeint während der Entwicklung, nicht am Ende der Entwicklung. Am Ende der Entwicklung will jeder ein funktionierendes Produkt. Wichtig ist, dass man auch während der Entwicklung möglichst häufig testbare Zwischenergebnisse hat. Dass man möglichst früh Funktionsmuster hat, die man testen kann. Dass man Prototypen hat, die man testen kann. Dass man minimale Produkte hat, mit denen man, auf denen man das Verhalten des Produktes testen kann. Dies ist sehr wichtig und dies erfordert ein hohes Maß an Aufmerksamkeit, dass man eben darauf hinarbeitet, möglichst früh testbare Zwischenergebnisse zu haben. Ein weiterer Punkt ist die Kundenzusammenarbeit. Das ist für uns relativ speziell. Wir haben Produktmanager, die sind extrem gut verlinkt in der Synchrotron-Community. Die meisten, die kommen aus dieser Community, die waren früher unsere Kunden. Das heißt, wir haben eigentlich die Kunden im Haus, was für uns ein Riesenvorteil ist, weil diese können diese Zwischenergebnisse sofort testen und wir kriegen sehr schnelles Feedback. Natürlich hindert das uns nicht daran, möglichst früh auch wirklich zu den Kunden zu gehen mit Prototypen. Ein weiterer Punkt ist, auf Änderungen zu reagieren. Dies ist auch was, was uns eigentlich im Blut liegt. Wir sind eine Firma, die stark gewachsen ist. Nur schon durch das Wachstum ändern wir uns fast täglich. Wir müssen uns die ganze Zeit anpassen. Und so ist es auch verständlich, dass in der Entwicklung wir schnell und unkompliziert auf Änderungen reagieren. Wichtig ist natürlich, dass man herausfindet, dass man was ändern muss. Und dies ist dann der Link zum Working Product. Nur wenn man testbare Zwischenergebnisse hat, merkt man auch, ob man auf dem richtigen Weg ist oder eben nicht. Und kann dann die Änderung einführen oder eben nicht.
Ein weiterer Punkt, der sehr wichtig ist, ist die Innovationskraft der Mitarbeiter zu fördern und zu nutzen. Dies kann man eigentlich nur, indem man den Mitarbeitern Vertrauen schenkt und den Mitarbeitern die Freiheit gibt, innovative Ideen auszuprobieren. Bei uns sind die Mitarbeiter, haben ein hohes Maß, die können Ideen ausprobieren, natürlich in gewissen Leitplanken, aber wir schränken die Mitarbeiter nicht ein, Ideen auszuprobieren. Die Mitarbeiter bekommen viel Verantwortung, auch in ihrem Bereich, wie sie ihre Teilprobleme selbst lösen. Und dies ist sehr wichtig, um die Innovationskraft zu fördern und zu nutzen. Ein weiterer Punkt ist natürlich, man braucht auch die richtigen Leute dazu. Das heißt, der Einstellungsprozess ist sehr wichtig für uns. Wir versuchen stets, die optimalen Mitarbeiter für uns zu finden. Wenn wir einen Ressourcenengpass haben, dann warten wir lieber ein bisschen länger, bis wir die richtige Person gefunden haben, als einen Ressourcenengpass mit einer mittelmäßigen Person zu füllen. Ein wichtiger Punkt ist, für uns hat Agilität eigentlich nichts mit einer Methode wie Scrum zu tun oder Ähnlichem. Für uns hat Agilität mehr mit einem Mindset zu tun. Dies sieht man auch, wir haben, als wir eben 30 bis 40 Leute waren, haben wir Prozesse eingeführt, so haben wir auch einen Entwicklungsprozess eingeführt. Dies war der Entwicklungsprozess, den wir eingeführt haben. Es ist klar, das ist ein Standardprozess, ein Wasserfallprozess. Wir hatten jemand macht einen Produktvorschlag, der wird akzeptiert oder nicht. Es gibt ein Projekt, die M1 bis M5 bedeuten Milestones. Beim M1 wird entschieden, ob man das Projekt macht. Dann kommt eine Phase, in der ein Lastenheft geschrieben wird mit den Requirements drin. Dann wird ein Konzept erstellt. Danach wird das realisiert. Es wird geschaut, ob das Produkt marktreif ist. Und bei M5 wird geschaut, ob das Produkt auch noch produzierbar ist. Gut, wie gesagt, das sieht nach einem klassischen Wasserfallprozess aus. Die Frage ist jetzt, was daran ist nicht agil? Meine Antwort darauf ist, eigentlich ist nicht so viel nicht agil daran, weil die erste Phase, ein Produktvorschlag, jemand muss ein Projekt vorschlagen, man entscheidet, ob man es macht oder nicht, hat nichts mit agil oder nicht zu tun. Die zweite Phase, die braucht es auch im Agilen, allerdings hat sie ein bisschen andere Ausprägung. Man entwickelt nicht ein Lastenheft, sondern man entwickelt eine Produktvision. Man schreibt nicht schon alle Requirements auf, aber man braucht eine Vision, was das Produkt auf dem Markt bewirken soll, welche Kunden das Produkt einsetzen soll. Und Requirements, die man bereits weiß, kann man auch schon aufschreiben. Die dritte Phase ist natürlich ein Problem. Zuerst ein Konzept erstellen, dann realisieren, das hat nicht viel mit dem agilen Mindset zu tun. Das heißt, diese Phasen sollte man verschmelzen. Und genau in dieser Phase ist es wichtig, dass man das Working Product im Kopf hat. Was man machen sollte, ist möglichst viele kleine Zwischenmilestones einführen, in denen eben ein testbares Zwischenergebnis entsteht. Ein Funktionsmuster, ein Prototyp oder ein minimales Produkt. Dies kann man sehr wohl in einem Takt machen, ob man das in einem 1-Wochen-Takt, 3-Wochen-, 9-Wochen-Takt macht, das ist nicht so wesentlich und kommt sicher sehr darauf an, was für ein Problem das man zu lösen hat, also was für eine Art von Projekt das ist. Es ist auch nicht in jedem Fall sinnvoll, extrem agil zu sein. Wenn das Projekt einfach ist, dann muss man nicht wahnsinnig agil sein, dann kann man am Anfang aufschreiben, was man macht und das erledigen. Wenn es aber komplex ist, dann sollte man möglichst iterativ vorgehen, möglichst viel testen, möglichst viele Zwischenprodukte haben
und immer wieder seinen Weg anpassen können. Einen Milestone 4, in dem man testet, ob das Produkt marktfähig ist, das sollte man immer testen. Und auch, ob es produzierbar ist, auch das soll man immer testen. Das heißt, was ich Ihnen hier sagen will, ist nicht, kopieren Sie das, sondern es braucht nicht so viel, um von einem klassischen Denken in ein agiles Denken zu kommen. Es kommt natürlich jetzt sehr darauf an, wie man diese Realisationsphase lebt. Aber man muss nicht wahnsinnig viel ändern, um Agilität in ein Unternehmen zu bringen. Je nachdem reichen wenige kleine Anpassungen. Gut, was ich damit Ihnen eigentlich sagen will, ist, wenn Sie agiler werden wollen, überlegen Sie sich genau, was für ein Problem Sie lösen wollen. Lösen Sie nicht ein Problem, das Sie gar nicht haben. Und überlegen Sie gut, dass was Sie machen, auch zu Ihrer Kultur passt. Weil wenn das nicht zu Ihrer Kultur passt, wird das auch scheitern. Das heißt, das Wichtigste ist, dass Sie sich mit Ihren Problemen auseinandersetzen, überlegen, wo brauche ich mehr Agilität und wo nicht. Das heißt, meine Botschaft ist, Agilität ist eine Frage des Mindsets. Wie gesagt, ich meine, gewisse Sachen ist einfach in unserer Kultur vorhanden. Wir haben Mitarbeiter, die sehr selbstständig sind. Eben, wir suchen die auch so aus. Wir haben Mitarbeiter, die auch gerne auf Veränderungen reagieren. Wir haben nicht in der Entwicklung Mitarbeiter, die stur einfach, ja, ich habe da eine Vorgabe, ich setze das jetzt um. Das heißt, wir haben schon eigentlich viel Agilität einfach mitgenommen. Das Wichtige, das Schwierigere ist dann, das wirklich zu kanalisieren, dass auch alle in die gleiche Richtung laufen. Und gut, es sieht so aus, als hätten wir das alles schon hinter uns abgehakt, fertig. Das stimmt überhaupt nicht, wir sind mittendrin. Aber ja, es ist eben wichtig, dass man sich immer wieder damit beschäftigt, was man macht und einfach auch viel miteinander redet. Mit Agilität haben wir in der Software begonnen. Ja, das ist naheliegend, das kommt aus der Software. Wir hatten in der Software Probleme, Software schnell zu schreiben und dann auch rauszuliefern. Wir haben dann auch mit externen Beratern zusammengearbeitet, die uns dann Scrum nahegelegt haben. Wir haben dann das ausprobiert. Das ist aber genau mein Punkt. Wir haben nicht verstanden, wieso wir das genau machen. Weil wir haben auf die Methode übernommen, aber nicht genau gewusst, was die Methode eigentlich bedeutet. Klar haben sie uns das ungefähr gesagt, aber wenn man das einfach so sieht, bis man wirklich verstanden hat, was dahinter steckt, braucht man einfach eine gewisse Zeit, eine Lernphase. Heute wenden wir das auch nicht mehr eins zu eins an, was sie uns gesagt haben. Die Leute sagen, sie machen sowas wie Scrumban. Das ist so eine Mischung zwischen Scrum und Kanban. Wir machen einfach was für uns passt. Und genau das ist der Punkt. Man muss sich überlegen, was passt für uns? Passt die Methode oder welchen Teil der Methode passt für uns? Und wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass wir da kein Entwicklungspotenzial mehr haben, gar nicht. Wir werden uns die ganze Zeit weiterentwickeln und wir werden uns die ganze Zeit anpassen müssen. Und das ist auch wichtig und richtig. Unser Prozess sah relativ wasserfallmäßig aus. Wie wir ihn gelebt haben, war aber, wir haben nie ein Lastenheft gehabt, das alles im Detail ausformuliert hat. Das war uns auch zu viel Arbeit. Wir hatten schon Lastenhefte, stand viel drin. Zum Teil stand einfach zu viel drin, nämlich Sachen, die wir gar nicht wussten, die wir einfach mal
Irgendwer musste irgendwas reinschreiben, oder hat er irgendwas reingeschrieben, war aber irgendwo fast erfunden, oder? Nicht ganz, aber wir hatten nie wirklich super detaillierte Lastenhefte. Das heißt, wir haben sowieso immer wieder mit den Produktmanagern die Dinge besprochen und haben uns den Weg gesucht. Das heißt, obwohl der Prozess sehr wasserfallmäßig aussieht, haben wir ihn häufig gar nicht so gelebt, weil wir es gar nicht konnten. Das heißt, die Änderung ist nicht so groß. Es ist mehr ein wenig natürliche Änderung, dass man bei gewissen Projekten hat es nie ein M3 gegeben, weil einfach das Konzept nie fertig war. Wenn das Konzept dann fertig ist, ist das Produkt eigentlich schon fast vorhanden. Das heißt, es war eigentlich, ja, das haben wir auch zum Teil relativ flexibel gelebt natürlich. Von dem her ist das auch nicht so eine Riesenänderung. Was wir machen ist, wir machen alle 6 Wochen, wir nennen das Projekt Report Meeting. Da sitzen 2 Stunden lang eigentlich alle Projektleiter, alle Produktmanager und sonstige Involvierte in einem Raum. Jedes Projekt wird kurz vorgestellt und den Stand und die Probleme dargestellt. Und das gibt einen Überblick, dann weiß jeder, wo ist das Projekt, bei welchem Milestone, was passiert, ist es verzögert, hat es einen Ressourcenkonflikt. Das ist eigentlich das Instrument, das wir zur Abstimmung brauchen. Beantwortet das Ihre Frage oder noch Und nicht? Teams können dann innerhalb von diesen 6 Wochen freischalten. Ja, also ich, das ist, Die 6 Wochen also können ja die was wirklich auch haben ist, also wir haben jedes Projekt hat ein Review-Team, das Projekt begleitet und auch die Milestones überprüft. Das sind dann verschiedene Leute aus verschiedenen Abteilungen, normalerweise Kaderleute. Die begleiten das Projekt ein gewisses Stück weit. Aber ja, die Projektleiter sind, wie sie das Projekt gestalten, sehr frei.